Servus oder so und herzlich willkommen zur lang ersehnten Bonusfolge der Impossible Sprint to Glory, in der ich unter anderem auch das allererste Spiel mit dieser Mannschaft hier machen werde. Das dann am Ende des Videos. Erstmal natürlich schauen wir uns die ganzen Statistiken durch, die es so gibt, die diversen Ligen auf der ganzen Welt, unsere Tabelle, Spielerstatistiken und was es halt alles so gibt. Zum Spiel noch ganz kurz, was ich da machen werde. Ihr habt ja vorgeschlagen, das soll der Supercup werden, der englische. Und genau der wird es dann auch in der nächsten Saison dann halt erst. Aber da müssen wir dann erst noch hinsimulieren. Das werde ich auch zusammenschneiden, nicht das komplette Gameplay hier reinschneiden. Weil ich fürchte, das wäre ein bisschen langweilig. Wenn es euch gefällt, vergesst nicht, Daumen da lassen. Und vor allem, die allermeisten Leute, die auf dem Zweitkanal die Videos anschauen, die haben nicht abonniert. Also abonniere jetzt, denn ich möchte die 100.000 Abonnenten irgendwann mal erreichen, damit ich so einen weiteren Play-Button bekomme. So, jetzt, wir fangen an natürlich mit der eigenen Tabelle, die kennen wir schon relativ gut, deswegen brauche ich da nicht so viele Worte drüber verlieren, die haben wir ja schon gesehen in der letzten Episode. Leicester steigt ab, Manchester United steigt ab, das ist schon richtig krass, und der AC Milan, FA Cup-Sieger hier wurde Manchester City, das ist ja sowas wie die Champions League, würde ich behaupten, denn die ganzen Top-Teams spielen ja in England. Und deshalb qualifizieren sich ja auch nicht alle für die Champions League. Carabao Cup Gewinner ist Piemonte Calcio. Das ist dann quasi die Europa League, wobei man quasi auch sagen könnte, das ist die zweite Champions League. UEFA Superpokal gewinnt hier Dortmund. Die Champions League geht an Almeria und das ist höchst interessant. Deren Team müssen wir uns auf alle Fälle anschauen. In Spanien vielleicht die beste Mannschaft, die es so gibt. Wer weiß, ich denke, sie sind auch in Spanien, sollten sie sein. Und zu guter Letzt noch Europa League und die haben wir gewonnen, was ja jetzt nicht so viel wert ist, aber natürlich ganz nett. Europa League Sieger wird man selten im Karrieremodus, meistens ist es dann doch eher die Champions League, weil sich die Mannschaft einfach zu schnell entwickelt und hier dieses Team, ey, ich feiere es so geisterkrank. Es hat so coole Spieler, so viele Regens und natürlich vor allem Lucas Paradela, der Messi Regen, der komplett OP ist. Gut, die Statistiken hier haben wir eigentlich schon gesehen. Was wir aber machen können, ist hier die Top-Torjäger. Da ist auch Paradela natürlich auf der 1, aber dicht gefolgt von Joao Felix. Ansonsten alle Wiener sehe ich noch von uns. Karamoko, ist das Karamoko Dembele? Top-Torvorlagengeber ist Marchetti zusammen mit Smith Rowe von Arsenal. Aber so einen richtig krassen Vorlagengeber gibt es jetzt hier nicht. Ohne Gegentor. Wanderwort von Paris Saint-Germain. Also, die haben einen guten Keeper und das ist hier nicht Donnarumma. Generell die Frage, was macht Donnarumma eigentlich? Kann man es ja mal anschauen. Jetzt würde ich gerne noch hier zum FA Cup rüber wechseln und uns da nochmal die Top-Torschützen anschauen, wenn das nicht immer alles so ewig lang laden würde. Nunez von Chelsea sagt mir jetzt auch nichts. Könnte ein Regen sein? Oder gibt es irgendeinen Nunez, einen richtig guten? Reimao Noguera von Leipzig ist auf alle Fälle ein Regen. Top-Torjäger im Carabao Cup. Ich habe übrigens was eingestellt und zwar in der Cheat Engine. Wir werden alle Gesamtstärken sehen können. Ohne Scouting das Ganze. Wir können kurz in die Taktikvorlagen reingehen. Da ist halt immer ein bisschen schade, dass EA das rausgenommen hat, dass hier die Gesamtstärken drin sind. Ich weiß, es war irgendwie nie beabsichtigt und man konnte einfach hier so Gesamtstärken von Spielern nachschauen. Aber es war eigentlich schon ein ganz cooles Feature so. Rooney als Rechtsverteidiger bei Chelsea. Es wird natürlich nicht der Rooney sein, sondern vermutlich auch irgendein Regen. Liverpool, Locatelli, Almada, Fofana, Alexander Arnold, Alisson. Sehr viele Standardtalente. Embolo bei Valencia im Sturm. Smith Rowe in der Innenverteidigung. Auch das wird dann wahrscheinlich ein anderer sein. Wieder ein Fofana. Jeremy Doku als rechter Mittelfeldspieler. Inter Mailand mit Sieb. Amindo Sieb und Daka vorne drin. Sehr, sehr interessant. Leicester hat eine ziemlich schlechte Mannschaft. Aber gut, die sind auch abgestiegen. Was heißt ziemlich schlecht jetzt im Vergleich? Manchester City war über all die Jahre immer ziemlich stark. Mit Ederson, Bastoni, Davies als Linksverteidiger, Pembele, also auch eine sehr geile Mannschaft. Manchester United, Adam Loschek im Sturm. Und die sind abgestiegen, ne? Mit der Truppe hier. Ödegaard, Fred Diallo, Hernandez, der von Bayern, denke ich jetzt mal. Wobei könnte auch sein Bruder sein. Piemonte Calcio, De Ligt, Vegas, Mantel im Tor hinten drinnen. Paris Saint-Germain mit Wanderwort, mit Kylian Mbappé natürlich, mit Szoboszlai. Mit De Jong, mit Guendouzi, richtig geile Mannschaft, ey. Leipzig, da müssen wir uns eigentlich den Stürmer mal anschauen. Den, wie heißt der? Reimao Noguera, den sollte man sich auf alle Fälle mal reinziehen, weil der ist ja auch komplett ausgeartet. Real Madrid, immer noch Courtois im Tor. Sporting in der ersten Liga. Kennt man dann doch relativ wenige Spieler, Freud in der Innenverteidigung. Neapel, Osimhen vorne im Sturm.
der AC Milan Maldini. Oh, die haben einfach wieder Maldini hier am Start. Ist das der Sohn oder wer ist, was ist das? Ist das der Sohn von Maldini? Es gibt auf alle Fälle einen ziemlich talentierten Sohn von Maldini. Atletico 93 gestorben, da weiß man sofort. João Felix hat eine 93. Dika Lacroix in der französischen Abwehr. Klostermann, der Kapitän, rechts hinten. Und dann kommen wir zu eben Cork City. Da haben wir noch nicht alle gesehen. Wie stark ist denn Dortmund, bitte? Haaland natürlich immer noch. Haaland, Sancho behalten sie ja hier immer. Ndure, Masraoui, Nkunku, Kubo, Cash, Conte, Gabriel, Dalot, Meunier. Also bis auf die Abwehr richtig, richtig stark, was Dortmund da hat. Arsenal, weiß nicht, ob die wirklich so in eine Super League reingehören in der Realität, aber in FIFA sind sie halt immer trotzdem richtig stark. Barcelona, Adeyemi und Fatih, der Doppelsturm, kann man nur feiern. Dann kommt hier der FC Bayern mit Susitz. Baro Kimmich als Kapitän natürlich, das darf nicht fehlen. Nübel im Tor, Demir im rechten Mittelfeld, Cancelo als Linksverteidiger. Chelsea, der FC Liverpool. Jetzt haben wir, glaube ich, aber alle gesehen. Jetzt sind wir alle durch und vor allem müssen die Teams ja quasi fast nochmal durchschauen, weil ich ja die Gesamtstärken sehen möchte. Aber vorher gehen wir jetzt rein in die anderen Ligen und schauen uns so an, was überall auf der Welt passiert ist. Und es wird vor allem dort interessant, wo ein bisschen getauscht wurde. Jetzt so in Argentinien ist halt alles wie immer in Argentinien. In der A-League ist wahrscheinlich auch alles wie immer in der A-League. Auch in Belgien hat sich nichts getan, weil da gibt es halt kein Top-Team. Also keins von diesen, wie viele Teams sind insgesamt? Es sind ein Haufen, aber keins davon kommt aus Belgien, glaube ich. Ich hoffe, ich hatte das richtig im Kopf. Brasilien natürlich auch, wobei, doch, Brasilien schon. Portsmouth ist hier dabei. Stell dir mal das vor, Portsmouth in der brasilianischen Liga. Und die müssen da jedes Mal nach Brasilien fliegen. Für jedes Spiel. China, ja, China ist alles gleich. In der Bundesliga ist Nottingham Forest auf der 1, Köln auf der 2, Schalke auf der 3, Bremen auf der 4, dann Stuttgart, der HSV 7. Also sehr viele Traditionsvereine, sage ich jetzt mal, haben sich hier wieder nach oben gearbeitet. Der FC Bayern ist in der ersten Liga, steigt aber ab und die dürfen ja sogar in der ersten Liga sein, weil ja die erste Mannschaft in einer komplett anderen Liga spielt. Wobei, das ist, ja, weiß nicht, ob man da wirklich irgendwelche Regeln dafür hat. Zweite Liga. Bielefeld, ist hier irgendein Team dabei? Ja, AFC Wimbledon spielt hier in der zweiten Liga. Burton Albion, also ein paar englische Vereine, die halt rausgetauscht wurden für Dortmund oder Bayern oder so und die halt dann ein bisschen abgestiegen sind. Oder könnte auch für Gladbach sein oder was weiß ich. Dritte Liga, haben wir hier noch jemanden? Ja, Cheltenham Town, Newport County, FC Sunderland. Drei englische Vereine. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen übersehen, aber bestimmt habe ich eher einen übersehen. Dann waren es wieder vier. 3F Superliga, gut in Dänemark. Alles gewohnt. EFL Championship, das ist ja die zweite Super League. Da ist Tottenham auf der 1. Die haben wir aber auch schon gesehen, die Liga. In der richtigen Folge, in der letzten Folge. Weil da schaue ich das ja immer durch. EFL League 1, die dritte Liga, geht Tafel ganz vorne. Die deutschen Clubs hier, Gladbach, vorhin schon angesprochen, auf der 12. Sehen wir noch einen deutschen Club, jawohl, Hoffenheim auf der 22, die steigen ab, genau in diese Liga hier, in die vierte Super League. Hier ist Feyenoord, es ist eh krass, was für Vereine einfach in so einem Super League-System da mit drin sind. Da denkt man sich, hey, so gut sind die ja eigentlich nicht, aber die sind ja einfach dabei, wie zum Beispiel der SC Freiburg. Ich habe das ja anhand von einer Seite gemacht, FIFA Index, da kann man die Vereine in FIFA nach Gesamtstärken sortieren. Und ja, es ist nicht irgendwie meine Erfindung gewesen, dass Freiburg da dabei ist, sondern das hat sich einfach daraus ergeben. In der Ligue A, zwei französische Vereine vorne, natürlich nicht Paris Saint-Germain. Und dann West Bromwich auf der 3, Swansea auf der 5. Auf die spanische Liga bin ich schon sehr gespannt. Vor allem wegen Almeria halt. Jetzt ist mein Controller kurz ausgegangen. Ihr habt wahrscheinlich eh das Geräusch gehört. Ligue 2, ich hoffe, das passiert nicht öfter hier jetzt, dass der ausgeht. Guingamp, gut, Ligue 2. Doch, das sind auch wieder englische Vereine. Crew Alexandra. Oder wie auch immer man es ausspricht. Serie A mit Parma ganz vorne. Crotone Spezia. Lincoln City auf der 4 in der italienischen Liga. Aber anders geht's eigentlich, ne? Du musst ja die Vereine irgendwie ersetzen. Hier ganz kurz. Japanische Liga hat sich natürlich nichts getan. Genauso wie in Korea sich nichts getan hat. Weiter geht's mit Mexiko. Tijuana auf der 1 mit 41 Punkten. Aber hier habe ich sogar Vereine rausgetauscht, ne? Also Walsall, Stevenage, die sind beide neu. Das ist dann nochmal die gleiche Liga, die haben ja so ein komisches Ligensystem. Das wird irgendwie zweimal gespielt. So 100% verstanden habe ich es noch nicht, obwohl ich es schon mal nachgelesen habe. Da habe ich es wieder vergessen. Eredivisie ist hier irgendwas? Ich glaube schon, oder? Doch, Stoke City, Bolton Wanderers, also einige Vereine auch hier rausgetauscht. Mit Bristol auch noch dazu. Und trotzdem, keiner davon erster. Herrenveen auf der 1. Elite-Serien, Norwegen, da ist alles, wie man es kennt.
In Polen ist auch alles, wie man es kennt. Wenn ich es richtig im Kopf habe, genauso ist es. In der portugiesischen Liga aber, da haben wir Coventry City. Haben wir sonst noch jemanden? Mit Sicherheit. Doch, Wycombe auf der 17, relativ weit unten zu finden. Irische Liga. Die irische Liga ist so ziemlich die schlechteste in FIFA. Und trotzdem ist hier einfach Wigan Athletic. Waterford FC, mit denen habe ich schon mal eine Karriere gemacht. Cork City ist natürlich nicht mehr drin. Genau deswegen ist Wigan Athletic da drin, weil ich ja Cork City raustauschen musste. Die habe ich ja übernommen. Habe mich schon gewundert, weil das ja eigentlich so eine schlechte Liga ist. Aber natürlich geht es da um den schlechtesten Verein in FIFA, den ich reingetauscht habe. MBS Pro League. Es geht weiter mit... Ach, dummer Controller, ey. Das muss natürlich jetzt genau in der Aufnahme passieren. Premier League. Celtic auf der 1. Habe ich da jemanden rausgetauscht? Die Rangers vielleicht? Sieht schon so aus, ne? Ich glaube, irgendjemand ist da neu dazugekommen. Schwedische Liga. Dann ganz schnell rein in die Schweizer Liga. Die Young Boys auf der 1, dann Basel und so weiter. Und jetzt erstmal noch die zweite spanische Liga. Da haben wir Ipswich Town. Ich bin halt jetzt, ja, ich bin gespannt, ob Almeria Erster ist. Almeria ist nicht Erster. Hä, was ist denn mit Almeria los? Ah, da sind sie. Ich habe sie einfach komplett übersehen. So wie es meistens ist. Die sind hier Vierter, also gar nicht so gut. Wobei es sehr eng zugeht in der Liga. Also zwischen den ersten 7 Teams sind 9 Punkte. Zwischen den ersten 8 sind 10 Punkte. Also da geht es ganz, ganz eng zu. Am Ende gewinnt Brentford das Ding. Dann kommt Watford, zwei englische Clubs, also vorne in der spanischen Liga. Super League. Medipol auf der 1 mit 94 Punkten. Habe ich jemanden rausgetauscht? Schon, ja, da habe ich auch Clubs rausgetauscht. Aber aus der MLS habe ich keine Clubs rausgetauscht. Da ist alles so, wie man es kennt. Hinter Miami noch ganz unten. Und dann kommen noch die San Jose Earthquakes oder wie auch immer man die nennt. Österreichische Bundesliga, RB Salzburg. Ja, gut, keine Überraschung. Auf der 1, hier wurde auch niemand rausgetauscht. Und das waren alle Ligen im Weltfußball. In den Kommentaren habt ihr euch ganz speziell Udo Almeria gewünscht, dass ich mir die mal anschauen soll, weil die waren ja in der Champions League. Haben die nicht sogar gewonnen, die Champions League? Vor alle Fälle waren sie im Finale. Und deshalb gehen wir mal ganz kurz in die spanische Liga und schauen uns Almeria an, ob die irgendwelche krassen Spieler haben. Im Angriff haben sie Arthur Cabral und Patrick Cutrone. Natürlich sind jetzt beide 33, aber die waren wahrscheinlich mal ziemlich gut. Normalerweise sollten sie das gewesen sein. Im Mittelfeld haben sie hier Christoph Baumgartner mit einer 84, Francisco Conceição mit einer 86. Also die haben schon den einen oder anderen sehr guten Spieler, weil du natürlich sagen kannst, hey, wir spielen Champions League und so, und dann hast du das Geld vielleicht auch eher und dann kannst du dir doch ganz gute Spieler leisten, die wahrscheinlich normalerweise nicht zu Udo Almeria wechseln würden. Aber durch dieses ganze Tauschverfahren, der Timber hat eine 85, im Tor haben sie keinen richtig guten. Also nichtsdestotrotz ist schon krass, dass die es ins Champions League-Finale geschafft haben. Da muss schon viel zusammenkommen, weil die Mannschaft ist schon gut für Udo Almeria vor allem, aber sie ist jetzt auch nicht irgendwie krass oder so. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in die Premier League und schauen uns da mal die ganzen Vereine durch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich jeden durchgehen werde, weil dann dauert es sehr, sehr lange. Wer ist das denn? Borani, ich versuche es gar nicht auszusprechen. Von wem ist das der Region? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Mir fällt es gerade nicht ein. Johannes Eggestein, hier ein Brasilianer mit einer 77. Also ganz viele Regions natürlich hier mittlerweile. Benacer ist alt, Jens-Peter Hauge ist einfach 31 Jahre alt. Also von den realen Spielern sind die meisten sehr alt. Da haben wir eben Daniel Maldini mit seiner 78. Gar nicht so gut, muss man sagen. Selemaker ist noch dabei. Haben wir sonst irgendeinen bekannteren Spieler? Sehr viele Regions, auch sehr viele schlechte Abwehrspieler haben die hier. Und wie viele einfach, ne? Das ist noch so mit der Beste mit der 82. Im Tor dann aber Andrea Ceccarini. Es gibt doch eigentlich, ist das dann der Preachen von Donnarumma oder was? Ich meine, was soll das sonst sein? Die haben einfach zwei Torhüter mit einer 92. Weil Donnarumma hier natürlich noch bei Milan war vom Start weg und nicht bei PSG oder so. Ey, was ist das denn? Einfach zwei Torhüter mit einer 92. Und wie gut waren die in der Liga? Die waren schon relativ gut, aber ich glaube, sie haben sie nicht gewonnen. Dann machen wir weiter mit Atletico, mit natürlich Joao Felix, 93er Gesamtstärke, das wussten wir schon. Aouar sehen wir hier, also Atletico, sehr, sehr, sehr viele gute Mittelfeldspieler. Schaut euch das an, wie viele Mittelfeldspieler die haben, die mehr als eine 80er Gesamtstärke haben. Auch in der Abwehr sind sie ganz gut aufgestellt. Im Tor haben sie keinen Oblak mehr, den haben wir ihnen ja weggekauft. Und sie haben so einen Lautaro Morales, der jetzt auch nicht so verkehrt ist, aber natürlich kein Jan Oblak.
Nach Atletico kommt Borussia Dortmund. Das interessiert bestimmt viele. Brenner. Ach, der Peter Brenner vorne im Sturm. Ansonsten Erling Haaland mit der 93. Julian Brandt 84. Takefusa Kubo, absolutes Biest mit einer 88. Sancho natürlich, wie immer, 92er Gesamtstärke. Wenn man ihn nicht wegkauft, dann bleibt er bei seiner 92. Da entwickelt er sich halt dann doch immerhin. Ich würde es mir so wünschen, dass EA mal das dynamische Potenzial auch für die anderen Vereine aktivieren würde, dass es nicht nur beim eigenen Verein passiert. Wird er wahrscheinlich noch viel mehr Rechenpower dann verlangen. Dann dauert das Simulieren wahrscheinlich länger, keine Ahnung. Aber es wäre schon extrem geil und würde halt irgendwie nochmal jede Karriere ganz, ganz besonders machen. Joaquin Villarruel, Regen von, ich weiß nicht, schreibt es in die Kommentare rein. Im Mittelfeld Ryan Grafenberg natürlich. Der ist immer ein absolutes Tier im Karrieremodus. Bukayo Saka. In der Defensive sehen wir hier Ben Godfrey. Ben Godfrey, woher kenne ich den? Aus irgendeiner Karriere, den hatten wir vor kurzem mal. Kimpembe, Eduardo Quaresma, den holt man auch sehr, sehr gerne. Und im Tor Lule mit einer 86, ehemaliger Keeper von Real Madrid. Der FC Barcelona war immer wieder stark über die Jahre hinweg, natürlich. Karim Adeyemi ist ein guter Spieler. Dembele mit 34, Ansu Fati haben sie. Der ist natürlich auch richtig krass. Lautaro Martinez, Trincao mit einer 87. Im Mittelfeld Petri natürlich, also gerade so diese Barca-Talente halt, die entwickeln sich richtig, richtig gut. In der Abwehr haben sie nur 5 Leute. Das ist ein bisschen mager, aber scheinbar spielen die auch immer noch eine Dreierkette. Deshalb brauchen die halt nur Innenverteidiger und keine Außenverteidiger und im Mittelfeld mehr Leute. Und da gibt es schon Sinn. Im Tor Marc-André ter Stegen, 39 Jahre alt, hält sich aber ganz gut, muss man sagen. Hat immer noch fast 50 Millionen Euro Marktwert, für das, dass er so alt ist. Beim FC Bayern haben wir einen gewissen Bustos, einen Kosi Bue, der ziemlich schlecht ist. Haben wir hier irgendeinen guten Stürmer? Das hier ist der Beste, mit einer 84. Das ist jetzt nicht so krass, das ist definitiv nicht Lewandowski-mäßig, was da unterwegs ist. Yusuf Demir dafür natürlich eine Maschine, der ja aktuell sogar auch immer wieder Spielzeit bei Barcelona in der Realität bekommt. Marcus Thuram, 81er. Joao Cancelo ist 37 und hat noch eine 76, 38er Diego Carlos. Also Bayern hat ja scheinbar mal ganz gute Leute, aber mittlerweile Milan Skriniar ist da so noch mit das Beste, was es gibt. Ja, die Spieler aus der Realität werden halt alle sehr, sehr alt hier mittlerweile. Ich habe gar nicht nachgeschaut, ich weiß gar nicht, welchen Jahr wir sind. Ricky, kannst du das bitte lassen? Der FC Chelsea ist als nächstes dran. Also ihr merkt schon, ich versuche jetzt hier alle durchzugehen, aber ich glaube, ich versuche jetzt hier mal das Tempo ein bisschen zu erhöhen. Wenn ihr irgendwas genauer anschauen wollt, könnt ihr einfach auf Pause drücken, weil sonst sind wir hier wirklich 100 Jahre alleine bei den Teams. Nach Chelsea kommt Liverpool. Da haben wir schon direkt gesehen, Trent Alexander-Arnold hat die 91, so wie man es von ihm erwartet. Palacios, Harry Wilson, da ist er wieder, Trent Alexander-Arnold. Absolute Maschine. Und im Tor Alisson, 87er. Irgend so einen englischen 83er-Keeper, der 27 Jahre alt ist. Aber als Backup bestimmt gar nicht so verkehrt. Valencia in der ersten Super League. Also ich kann jetzt das nicht auch noch mit den ganzen anderen Clubs machen. Ihr wisst schon, also ich könnte theoretisch auch noch die zweite Super League durchgehen und die dritte. Und also gefühlt müsste man einfach alles durchgehen. Aber dann sitzen wir hier 500 Jahre. Und ich denke mal, das will keiner. Wenn ich jetzt schon hier 18 Minuten lang rumschaue. Was wir, wenn er noch tun könnten, ist die Taktikvorlagen der anderen Ligen ganz schnell durchgehen. Amindo Sieb ist sehr, sehr gut. Bin ich mal gespannt, ob der in der Realität auch wirklich so stark werden kann, wie er hier in FIFA ist, vom Potenzial her. Im Tor, bester Mann, Meslier bei Inter, der Franzose. Dann kommt Leicester, was haben wir hier so? Ein 87er, Rashica habe ich ganz kurz gesehen, Dahoud. Und die sind abgestiegen, ne? Darf man nicht vergessen. Wahrscheinlich, weil sie keinen so guten Keeper haben. Nur so einen 36-jährigen Spanier. Manchester City über all die Jahre hinweg immer wieder stark. 88er Anthony. Ja, warte, ich will hier noch schnell auf diese... Ihr wisst schon, was ich meine. Auf die Reiter da gehen und das einzeln durchgehen. So nach Position zumindest ein bisschen sortiert. Das gibt einen ein bisschen besseren Überblick. Alfonso Davies, 30 Jahre alt, 89, als Linksverteidiger. Was auch sonst, ne, ist jetzt keine Überraschung, dass der als Linksverteidiger ist. Ederson immer noch, hält sich ganz gut. Das war Manchester City, jetzt kommt Manchester United, Adam Loschek. Kennen wir sehr gut jetzt aus der Bremen-Karriere, die ja vor kurzem auf dem Erstkanal online gekommen ist. Defensive Hernandez, die sind auch abgestiegen, ne? Und ich, also ich, überrascht mich wirklich. Also solange die jetzt nicht ein, ja, die haben auch noch einen 87er Keeper, der 2 Millionen Euro wert ist. Den könnte man sich mal eben gönnen, wäre ein ganz guter Ersatzkeeper. Hier Montecalcio,
Was haben wir da so? Kulusevski natürlich, Arthur, Bellingham, Greenwood. Also die Spieler sind wild rumgewechselt innerhalb der Super League, muss man ganz ehrlich sagen. Nico Mantel mit seiner 86 ist der Keeper bei Piemonte. Paris Saint-Germain natürlich mit Kylian Mbappé, der jetzt auch schon 32 Jahre alt ist. Was sehen wir hier sonst noch? Frankie de Jong, also Paris auch sehr, sehr stark. Vielleicht nicht so gut wie in der Realität jetzt mittlerweile, aber trotzdem sehr, sehr stark unterwegs. Van der Voort, ihr Keeper. RB Leipzig, da will ich ja unbedingt nach diesem Stürmer da schauen. Dieser Brasilianer oder was das war? Ich glaube, es war ein Brasilianer. Da ist er. João Antonio Reimão Nogueira, 92er Gesamtstärke und es ist kein Brasilianer. Ich bin vom Namen her ausgegangen, dass es ein Brasilianer ist, aber es ist der CR7 Regen. Das ist natürlich ein Portugiesen dann. Im Mittelfeld Rodri immer noch sehr, sehr stark. Leroy Sané mit 35 Jahren bei RB Leipzig. Alles richtig gemacht, Kollege. In der Abwehr Koundé, Niklas Süle, Mukiele, Tapsoba im Tor. Kein so guter Mann, ja. Henderson mit einer 87 ist ganz okay. Dann haben wir hier noch Real Madrid. Ey, das zieht sich. Es sind halt auch viele Vereine in der Premier League, ne? Ein MS, das ist... Ist das der Region von Benzema, der einfach bei Real Madrid ausgerechnet spielt? Ich denke, dass es der war. Leon Goretzka bei Real Madrid. Ich hoffe mal, der bleibt in der Realität bei Bayern. Verlängert schön seinen Vertrag und geht nicht zu Real Madrid. Joshua Wagnermann bei Real Madrid. Courtois haben wir ja vorhin schon gesehen. Immer noch ihr bester Keeper. Sporting, die erstaunlich stark sind. Also allein, wenn ich hier die Offensive durchgehe. Auch im Mittelfeld. Zwar nur 4 Spieler, aber gute Leute. Also Sporting echt erstaunlich stark, aber der Kader ist extrem klein. Ein einziger Keeper. Wenn sich der verletzt, muss er halt einen Feldspieler ins Tor. Damit kannst du rechnen. Aber gut, vielleicht holen die ja in der nächsten Transferphase dann ein. Wobei, wie man den Karrieremodus kennt, sind die da meistens nicht so, dass die da ausgerechnet auf den Schwachstellen neue Spieler holen. Sondern manchmal haben sie schon 10 Stürmer und kaufen dann aber lieber den 11. Stürmer, anstatt dass sie dann wirklich für was anderes was holen. Das war auf alle Fälle die ganze erste Super League. Wie gesagt, ich kann das jetzt nicht mit allen Vereinen machen. Wir gehen, wenn dann, noch ganz schnell die anderen Clubs hier darüber durch. Also, das machen wir einfach ganz schnell. Und wenn euch ein Verein ganz besonders interessiert, wie immer bei diesen Bonusfolgen, einfach ganz schnell auf Pause drücken. Im richtigen Moment und dann könnt ihr euch ja komplett den Club anschauen. Weil sonst, wie gesagt, das dauert ewig, das schaut sich ja kein Mensch an. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare reinschreiben, Hashtag anschauen, damit ich Bescheid weiß, dass ihr bis jetzt alles angeschaut habt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Das war, glaube ich, die Liga und dann kommt noch die vierte mit Beşiktaş, mit Southampton, mit Fenerbahçe, mit Frankfurt, Newcastle, die Rangers. Eh krass, dass die da dabei sind, genauso wie natürlich Freiburg, Tigres, einfach ein mexikanischer Club hier drin. Das ist schon ziemlich cool. Und man muss sagen, Atlético Mineiro, ziemlich schlecht. Also auch, dass die es hier reingeschafft haben, keine Ahnung wie, aber die Seite hat es gesagt, die waren in der Sortierung mit dabei. Dann habe ich sie hier mit reingepackt. Wie lange geht es jetzt schon? 23 Minuten? Ich weiß nicht. Interessiert da noch irgendwas ganz Bestimmtes? Ich glaube, wir haben eigentlich das Allermeiste gesehen. Hier unter meine Karriere mal noch die Gesamtübersicht. Wir haben 621 Spiele gemacht und wir haben mehr Niederlagen als Siege. Ne? Das musst du dir mal geben. Mehr Niederlagen als Siege. Das geht halt auch nur bei so einer Impossible Sprint to Glory, weil du halt in den ersten Saisons einfach immer Letzter bist und gefühlt jedes Spiel verlierst. Und dann hast du am Ende halt einfach mehr Niederlagen als Siege, hier alle Ziele erreicht. Und ja, das war's dann aber noch nicht von der Impossible Sprint to Glory, denn ihr habt es ja euch gewünscht und ich habe es versprochen am Anfang. Ich werde jetzt noch weiter simulieren bis in die nächste Saison und dann spielen wir gemeinsam den Supercup. Dafür beende ich aber jetzt erstmal die Aufnahme und dann sehen wir uns gleich wieder. Da bin ich wieder, 3. August 2031. An diesem Tag findet der FA Community Shield statt, der englische Supercup. Wir spielen dagegen Manchester City. Und bevor wir das Ganze jetzt aber beginnen, habe ich euch noch zwei Spieler rausgesucht. Die sind in der Transferzentrale drin. Die wolltet ihr extra sehen. Zum einen Eugenio Pizzuto. Zum Glück haben wir den verkauft, hat eine 72, war aber lange dabei. Und dann noch der Region von Zlatan Ibrahimovic, den wir zum Flügelspieler umgewandelt haben. Der hat eine 76, spielt bei
Genua hat jetzt aber auch nie so richtig sein Potenzial ausschöpfen können, einfach weil er bei uns nie wirklich regelmäßig gespielt hat. Und unsere Wunschliste, ey, die ist sowas von gut gefüllt. Das sind halt all die Vorschläge, die ihr über die Jahre hinweg gemacht habt. Jetzt, wie gesagt, gehen wir rein in dieses Spiel. Es sind immer noch alle Kollegen mit dabei. Das ist unsere Top 11 und mit der spielen wir jetzt gegen Manchester City. Ich habe ja gesagt, der Teil vom Video wird geschnitten, weil es sonst dann doch ein bisschen zu langweilig ist. Hier sind wir also im Wembley Stadium für dieses Finale zwischen Manchester City und Cork City. Das ist der Ball bei Manchester City, ist die Frage. Ich habe gerade nicht hingeschaut, aber generell die Frage, wer so in deren Mannschaft steht. Um den Pokal geht es hier und heute. Ihr könnt mir ja mal gerne Feedback zum Schnitt des Videos geben für das nächste Mal, wenn ich halt in der Bonusfolge irgendwann ein Spiel selbst zocken sollte, ob das so passt oder ob da mehr Highlights rein sollen. Ich werde euch jetzt natürlich die Tore zeigen und ansonsten weiß ich noch gar nicht. So halbwegs interessante Szenen, aber das ergibt sich ja dann einfach aus dem Spiel raus. Ihr habt gerade Manchester City gesehen, jetzt kommt Cork City, die Aufstellung kennen wir aber, deswegen überspringe ich das Ganze jetzt direkt und dann geht's rein in dieses Duell gegen Manchester City zum allerersten Mal mit diesen Spielern selbst zocken. Das ist schon ein bisschen crazy. Einfach 11 Saisons durchmachen in so einer Karriere, um dann irgendwann mal ein Spiel selbst zu zocken. City hält halt echt viel den Ball bis hierhin. Jetzt haben wir ihn zum allerersten Mal spielen über rechts mit Dedic. Vielleicht probiere ich es mal mit einer Flanke und die kommt auch richtig gut. Königsdörfer. Das war der allererste Angriff und es wird direkt ein Tor, noch dazu nach einer Flanke. Sieht man ja jetzt auch nicht so oft im FIFA, dass einfach eine Flanke zu einem Tor führt. Eigentlich wollte ich auf den zweiten Pfosten haben, weil der Neuner da unten, ich glaube es ist sogar Marchetti, ziemlich frei war. Aber dann, ja, so nehme ich das Ganze auch. Königsdörfer 1-0 für Cork City. So wollte ich das sehen. Oh ne, und jetzt kommt City mit Barnes. Der ist ja sowas von frei und der schießt aus diesem spitzen Winkel. Aber gegen Jan Oblak reicht das nicht. Das ging ja viel zu einfach. Der war da einfach easy, entspannt durch auf der linken Seite raus, das Ding. Ja, den hätte man auch besser klären können. So ist City jetzt schon wieder in unserem 16er. Anthony, wir bekommen den Ball nicht raus. So, jetzt sind wir wieder im Angriff. Und wenn dieser Ball ankommt, Marchetti ist nicht schnell genug. Aber dann kann ich ja mal kurz zur Schwierigkeit sagen. Wir spielen wie immer halt ultimativ mit Reglern. Also ungefähr so schwer, wie es halt nur geht, ohne dass es komplett blöd wird. Aber wie offen ist denn Manchester City bitte da hinten drin? Das muss das 2-0 werden, Marchetti. 2-0 für Cork City. Das ist halt verrückt, wie einfach es mir City da teilweise macht. Wie easy ich mich da durchspielen kann. Die spielen so super offensiv. Das wird halt jetzt die nächste Kontergelegenheit. Marchetti, ich hoffe mal, er stand nicht im Abseits. Paradela, der hat das Tempo, geht ins Dribbling, legt ihn zurück zu Simmons, der nochmal quer, nochmal quer. 3-0. Dieses Mal trifft der Regen von Aubameyang alle Wiener. Also unsere Mannschaft ist schon richtig, richtig stark. Sorry, dass das hier nicht so spannend wird, aber so ist es halt. Kann hier nichts machen. Das gerade sollte eigentlich ein Scorpion-Kick werden, aber vielleicht kann Paradela das gar nicht. Jo, jetzt haben wir sogar ein Gegentor bekommen. Bin mir nicht sicher, ob das kein Abseits war. Nach einem Eckball das erste Tor für Manchester City. Der köpft ihn da vorne rein. War wahrscheinlich eine knappe Geschichte, aber FIFA hat da normalerweise ja immer recht. Dann war es wohl kein Abseits. Und City erzielt dann sogar mit André Silva das 3:1 und der Schiri pfeift direkt danach zur Pause. Wir machen mal direkt weiter mit der zweiten Halbzeit. Aktuell gibt es auch noch keinen Grund, hier irgendwas auszuwechseln. Die Spieler sind auch alle fit und von daher so richtig starke Leute haben wir eh nicht auf der Bank. Aber wenn wir jetzt halt noch ein Gegentor bekommen, dann ist es hier auf einmal doch wieder spannend und wenn er den Ball halt dreimal wieder bekommt, jetzt gibt es sogar einen Elfmeter, ey. Ich weiß selber gar nicht, wo ich da angeblich gefoult haben soll. Das sehen wir es nochmal. Das ist doch nie im Leben ein Foul. Was zur Hölle, Schiri? Der will das jetzt künstlich nochmal spannend machen. Jan Oblak wird verladen und jetzt steht es auf einmal 2:3. Was soll denn das? Also damit hat wahrscheinlich auch keiner von euch gerechnet, dass es hier nochmal eng wird. Aber jetzt kommt ja Marchetti und schießt das nächste Tor. 4:2. Und damit ist der alte Abstand wiederhergestellt. Direkt nach dem Tor wird er auch ausgewechselt, der gute Marchetti, weil er ein bisschen platt ist. Für ihn kommt Sudakov rein. Und dann habe ich noch diesen einen Enkiso da auf dem rechten Flügel eingewechselt. Mitrovic spielt den weiter. Und jetzt ist da unten alles offen für Paradela. Und der schießt natürlich jeden Ball rein. 5:2. Schießen wir noch unser sechstes Tor. Das ist hier die Frage. Sudakov mit den Chip. Und der geht nicht rein. Aber dann kommt Paradela und macht sein, ich weiß gar nicht, drittes Tor oder so. 6:2. Das ist doch ein Top-Ergebnis. Damit kann man zufrieden sein. Einfach mal City komplett weggeballert in diesem Community.
Community Shield, der jetzt nicht so extrem viel wert ist, aber es ist ein Titel und ich denke mal, wir sollten jetzt dann gleich auch eine schöne Preisverleihung sehen, quasi so wie es letztes Jahr auch war, als wir den Premier League Titel gewonnen haben. Doch, da ist sie ja. Ich dachte schon, das ist doch ein bisschen anders scheinbar hier. Da gibt es keine ganz so großen Jubelszenen, aber es gibt den gleichen, ja, die gleiche Animation jetzt, wo wir den Titel gewonnen haben. Wobei man hier auch nicht auf dem Podest hochgeht. Also schon ein bisschen anders gemacht zumindest. Der FA Community Shield Gewinner ist natürlich Cork City. Die feiern auch nicht so. Ey, da habe ich mal wieder was Neues gesehen hier in FIFA. Die haben dafür einfach andere Animationen ins Spiel reingemacht oder wie? Für so einen Wettbewerb hier, was soll denn das? Das war's auf alle Fälle von dieser Bonusfolge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst einen Daumen da auf dem Video. Ihr abonniert den Zweitkanal, das ist ganz, ganz wichtig. Und gebt mir, wie gesagt, wahnsinnig gerne Feedback unten in den Kommentaren. So vom Videoschnitt her, ob euch das gepasst hat. Ich frage mich gerade, ob da jetzt noch was anderes kommt. Oder war es das jetzt einfach? Ah, gut. Dieses Bild noch mit allen Spielern, das können wir uns auf alle Fälle noch anschauen. Aber es gibt einfach andere Animationen dafür. Schau, lerne ich auch wieder was Neues. Da sehen wir Oblak, da sehen wir hinten, ah, mir fällt der Name gerade nicht ein, der belgische Torhüter von Wolfsburg. Ihr wisst schon, wen ich meine, das war es jetzt auf alle Fälle. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, euer Bernie.